Das sind die 10 schnellsten Marathonläufer aller Zeiten. Fast alle Leistungen stammen aus den letzten 5 Jahren. Die beiden Weltrekorde sogar aus dem letzten. Und es ist nicht nur der Marathon. Quasi alle Strecken erleben eine Leistungsexplosion. Auch auf der Bahn. Eine neue Ära der Leichtathletik. Angetrieben von einer Innovation, den sogenannten Superschuhen. Kurz gesagt, diese Schuhe verändern den Sport. Aber sind es allein die Schuhe, die Athleten schneller machen? Oder steckt mehr dahinter? Und welche Gefahren gibt es? Wir schauen genauer hin, wie die Schuhe wirken, warum Verletzungen zunehmen und wie Athleten die Technologie optimal nutzen können. Laufschuhe haben sich immer schon verändert. Wie die Schuhe selbst hat ihre Evolution in den letzten Jahren aber eine neue Höchstgeschwindigkeit erreicht. Den ersten Hinweis gab es beim Marathon in Rio 2016. Das ganze Podest lief in Prototypen, mit ungewöhnlich dicken Sohlen. Bis dahin sah der klassische Marathonschuh noch so aus. Möglichst dünne Sohlen für wenig Gewicht. 3 Jahre später knackt Eliud Kipchoge als erster Mensch die 2-Stunden-Marke, wenn auch inoffiziell. Andere Hersteller ziehen nach. Die Weltrekorde purzeln. Erst auf der Straße, dann auf der Bahn. Aber machen die Schuhe wirklich schneller? Oder ist alles nur Marketing-Hype? Die Wissenschaft ist sich weitestgehend einig. Die Schuhe machen einen Unterschied. Es ist zwar noch weitere Forschung nötig, aber momentan geht man davon aus, dass die Schuhe im Schnitt zwischen 1 und 1,5% Vorteil bringen. Beim Marathon sogar noch mehr. Klingt wenig, aber auf 1500 Metern sind das 15 Meter Unterschied. Aber das gilt nicht für jeden Athleten und auch nicht für jeden Schuh. Die Spanne ist riesig, zwischen plus und minus 10%. Tendenziell lässt sich aber sagen, dass die Schuhe schneller machen. Je länger die Distanz, desto größer der Effekt. Kein Wunder, dass jetzt alle von den Superschuhen sprechen. Auch genannt Carbon-Schuhe. Dabei ist der Name eigentlich irreführend. Das Carbon ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Dämpfungsmaterial, das viel besser Energie speichern und wieder abgeben kann und damit die Muskeln entlastet und dem Körper mehr Energie einspart. Deshalb heißen die Superschuhe, wissenschaftlich korrekt, eigentlich Advanced Footwear Technology. Aber wir bleiben für dieses Video erstmal bei Superschuhen. Dabei finden nicht alle die Schuhe super. Die WM in Budapest war geprägt von Verletzungsabsagen. Nicht selten dabei Achillessehnenbeschwerden. Jeder Leistungssportler kennt das Thema Verletzungen. Und auch die Zahlen sprechen für sich. Einer von 2 Läufern verletzt sich mindestens einmal pro Jahr. Die meisten Verletzungen sind Überlastungsverletzungen der unteren Extremität. Und weit oben auf der Liste der Risikofaktoren in der Sprechstunde vom leitenden Verbandsarzt Carsten Hollander: die Schuhe. Denn jeder neue Schuh ist erstmal eine ungewohnte Belastung für den Bewegungsapparat. Hier hilft es zu verstehen, wie der Körper des Menschen funktioniert. Er passt sich mechanischen Belastungen an. Der Körper stellt automatisch immer wieder Gleichgewicht her. Wird die Belastung größer, muss sich der Körper anpassen. Das passiert aber nicht gleich schnell. Die Muskulatur zum Beispiel kann sich schneller anpassen als Sehnen oder Knochen. Deshalb sind Sehnen so anfällig für Verletzungen und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit im Training. Weil die Muskeln schon angepasst sind, aber die Sehnen die größeren Belastungen noch nicht immer aushalten können. Und sobald man neue Schuhe im Sport nutzt, müssen sich Bänder, Sehnen und Muskeln an die neue Belastung anpassen. Das gilt natürlich umso mehr, wenn die Schuhe ganz anders sind als alles, was der Körper bis dahin gewohnt war. Um die Superschuhe optimal einzusetzen, ist es deshalb wichtig, diese nie von 0 auf 100, sondern immer nur nach und nach ins Training einzuführen. Und unbedingt auf die je nach Athlet individuellen Anpassungsfähigkeiten zu achten. Das gilt übrigens nicht nur für Schuhe. Immer wenn neue Technologien entstehen oder Trainingsreize gesetzt werden, muss man erst lernen, damit richtig umzugehen. Aber dann können sie ein echter Gamechanger sein. Was sind also die Key Takeaways? Erstens, Superschuhe können wirklich leistungssteigernd sein. Faustregel, je länger die Strecke, desto größer der Effekt. Zweitens, nicht jeder Schuh hilft jedem Athleten. Das Spektrum kann zwischen plus und minus 10% liegen. Drittens, für optimalen Erfolg und Vermeidung von Verletzungen, neue Schuhe immer langsam ins Training einführen. Das Thema ist sehr komplex und man könnte noch viel detaillierter auf einzelne Punkte eingehen. Beispielsweise auf das Thema Knochen- und Stressfrakturen im Zusammenhang mit Superschuhen. Deshalb veranstaltet die DLV-Akademie am 29. April um 19 Uhr einen Trainer-Tag-Up, um die Ergebnisse der neuesten Studien vorzustellen und in Diskussion zu kommen.